Seit Tagen warten die Märkte auf das, was heute kommt, nämlich die Daten zur Inflation in den USA. Und das sind ja derzeit die mit Abstand wichtigsten Daten. Früher waren es die Arbeitsmarktdaten, ganz früher war es die Handelsbilanz. Aber ähnlich wie die US-Arbeitsmarktdaten sind auch diese Daten zur Inflation, wie ich in diesem Video zeigen will, ziemlich unzuverlässig, weil praktisch nicht aktuell, sodass wir eine Verzerrung der Daten sehen, die das Ganze zu einem Glücksspiel machen. Eigentlich nämlich, so meine Argumentation, ist der Trend zur steigenden Inflation jetzt beendet, aber auf der anderen Seite könnte die statistische Verzögerung, die bei der Erfassung dieser Daten derzeit der Fall ist, dafür sorgen, dass die Inflation in der Headline-Zahl weiter steigt, obwohl faktisch die Inflation bereits zu fallen beginnt. Und das macht das Ganze zu einem ziemlich dummen Glücksspiel. Erinnern wir uns auch zum Beispiel bei den US-Arbeitsmarktdaten, bei den Non-Farm-Payrolls. Da war es ja auch oft so, dass wir dann einen Monat später riesige Revisionen hatten. Plötzlich Hunderttausende von Jobs wurden da plötzlich wieder gestrichen oder hinzugerechnet. Also das war ein ähnliches Glücksspiel, wie es jetzt der Fall sein wird. Und warum es ein Glücksspiel ist, will ich in diesem Video mal kurz zeigen. Zunächst, was wird heute erwartet? Wir hatten im letzten Monat, also im Mai, 8,6% Inflation. Heute kommen ja die Daten aus dem Juni, 8,8% erwartet in der Headline. Zum Vormonat übrigens 1,1%. Und wir sehen hier, United States Core Inflation ist eigentlich schon seit 2 Monaten rückläufig gewesen. Also die Kerninflation ohne Nahrung und Energie. Hier sehen wir mal diesen starken Anstieg etwa der Inflation. Auf der anderen Seite haben wir viele Indikationen dafür, dass eigentlich die Inflationsdynamik in den USA schon längst nachgelassen hat. Etwa, dass die Firmen wie Target oder Walmart sagen, oh, wir haben sehr volle Lager, wir wollen dich jetzt mal abverkaufen. Man hat also Waren gehortet, hat sie eingelagert, weil man sich gesagt hat, naja, wer weiß, ob wir die perspektivisch noch kriegen aufgrund von Lieferengpässen etc. Und jetzt muss man diese Ware eben abverkaufen und das geschieht in der Regel durch Preisrabatte. Deswegen wird man wahrscheinlich sehr genau auf die Güterpreise jetzt achten bei diesen Zahlen zur US-Inflation. Und ein Faktor natürlich die Benzinpreise. Wir sehen hier oben in dieser Grafik, dass die Benzinpreise im Juni gestiegen sind. Und das Weiße Haus hatte gesagt, ja, wir erwarten eine hohe Zahl in Sachen Inflation, eben vor allem, weil die Benzinpreise deutlich gestiegen sind. Wir sehen aber, dass diese Benzinpreise bis Mitte Juni etwa gestiegen sind und in der zweiten Junihälfte dann gefallen sind. Wir waren Mitte Juni bei 5 Dollar für die Gallone, sind dann jetzt kürzlich Ende Juni etwa dann Richtung 4 Dollar gefallen, also ein ganzer Dollar, das ist eine Menge Holz, was da sozusagen dann weniger an der Tankstelle bezahlt werden musste, also auch in Sachen Benzinpreisen eigentlich Entspannung. Wir sehen dann noch eigentlich eine Abschwächung bei den Preisen, was Nahrungsmittel betrifft, auch Energie, vor allem Commodities. Also Rohstoffe sind ja deutlich gefallen. Wir sehen, dass die Lieferketten sich etwas entspannt haben, dass die Shipping-Costs geringer geworden sind, also die Transporte per Schiff, dass die Einkaufsmanager-Indizes sich abgeschwächt haben, auch in der Preiskomponente nicht mehr diese Dynamik erkennbar ist. Also könnte man sagen, naja, also die Inflation in den USA, die hat jetzt ihr Peak erreicht oder wird heute mit den Daten aus dem Juni ihren Peak erreichen. Aber so einfach ist es leider nicht, denn die US-Statistiker sind nicht besonders akkurat. Wenn sie sich für Sport begeistern, etwa für Basketball in den USA, da haben sie für alles und jeden eine Statistik. Aber da, in so zentralen Kategorien, sind die Daten nicht sauber. Warum sind sie nicht sauber? Das wollen wir uns gleich anschauen. Zunächst mal erwarten die Märkte, erwarten Banken, dass eben die Inflation heute nochmal jetzt in den Juni-Daten ein neues Hoch erreicht und dann ziemlich scharf abfällt. Ob das so kommt? Mal sehen. Denn, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, die wichtigste Komponente bei der Berechnung dieser Verbraucherpreise, CPI, sind die Immobiliendaten, nämlich die Homeowners Equivalent Rent, 23,8% Gewichtung. Also das ist praktisch das, was diejenigen an Miete zahlen müssten, die faktisch aber keine Miete zahlen, weil sie Besitzer ihrer Immobilie sind. Verstehen Sie? Also die haben die Immobilien, zahlen keine Miete, aber was würden sie an Miete zahlen, wenn sie das Haus nicht hätten und dann eben die Miete zahlen müssten? Ne? Das ist die Frage. Das macht fast ein Viertel der ganzen Berechnung aus. Und dann haben wir die Miete an sich, 7,3%. Insgesamt kommen wir also auf 31,1%. Nur diese beiden Kategorien. Ähnlich wichtig ist nur Food at Home mit 8,3%. Ansonsten Food Away from Home, also auswärtig, wenn man isst, 5,1%. Also
Wir sehen überragende Bedeutung dieser Immobilienkomponente bei der Berechnung der Verbraucherpreise. Jetzt aber haben wir ein kleines Problem, denn diese Daten, die von dem Bureau of Labor Statistics erhoben werden, die dann faktisch diese Inflationszahl herausgibt, sind nicht aktuell, sondern verzögert. Und zwar mit einer Verzögerung von 6 bis 9 Monaten. Und jetzt haben wir ja gesehen, dass die Mieten und die Hauspreise gestiegen sind, etc. etc., dass aber dieser Trend jetzt sich deutlich abschwächt, wenn man auf aktuelle Daten guckt. Aber dennoch wahrscheinlich wir jetzt alte Daten, die vor einem halben bis vor einem Dreivierteljahr schon passiert sind, die nicht mehr aktuell sind, jetzt erst in die Berechnung dieser Inflation hineinfließen. Und damals war es eben so, dass die Mieten und die Hauspreise noch deutlich gestiegen sind. Mithin ist also die wichtigste Komponente bei dieser Berechnung zur Inflation weiterhin deutlich steigend, obwohl wir faktisch schon sehen bei aktuellen Daten, dass dem nicht mehr so ist, dass die Mieten nicht mehr wirklich steigen. Und dennoch kann es sein, dass die Inflationsheadline eben höher wird. Da gibt es eine Untersuchung unter anderem von Lawrence H. Summers, den ehemaligen Wirtschaftsminister der USA, dazu zwei andere Wissenschaftler, die eben argumentieren, ja, durch diese Verzögerung dürfte das gesamte Jahr 2022 in der Inflationszahl hoch bleiben, eben weil diese verzögerten Daten dann erst sich in die Statistik schleichen. Und wenn wir diese Untersuchung uns mal anschauen, die Ende März veröffentlicht wurde. Ende März war der Stand so, dass zum Beispiel Zillow, ein Immobilienunternehmen, gezeigt hat, dass etwa die Hauspreise gut 20% gestiegen waren zum Vormonat, die Mieten knapp 20%. Wenn wir die Hauspreise Case Schiller uns anschauen, 17-18% gestiegen und so weiter und so fort. Aber das, was in die CPI eingeflossen ist damals, waren etwa 3-4%, weil eben diese Daten hinterher waren, hinter der Kurve waren, einfach sozusagen verspätet agieren. Das heißt, wir haben jetzt wahrscheinlich massive Preissteigerungen bei Hauspreisen und dementsprechend bei Mieten, die jetzt erst in die Inflation richtig reinfließen. Und das macht diese ganze Geschichte so fragwürdig, so schwer zu berechnen, zumal, wenn Sie sich das mal anschauen, es gibt ja die CPI-Daten, die heute veröffentlicht werden, auf die Märkte sehr stark achten, also Consumer Price Index, da ist die Owners Equivalent Rent unglaublich stark gewichtet mit 23,6%, dagegen bei PCE, Personal Consumption Expenditure, ist das nur 11,2%. Also auch das ist natürlich ein bisschen fragwürdig in der ganzen Dimension. Wie sind die Erwartungen jetzt der Banken und Broker? Da sehen wir BNP Paribas mit 8,9% ganz oben und unten 8,6%, also zwischen 8,6 und 8,9%. Die Erwartung, Konsenserwartung, wie gesagt, 8,8%. Jetzt hat die Fed gesagt, ja, in Gestalt von Barkin, Richmond, Fed-Chef, ja, also wir werden wahrscheinlich die Zinsen in ein restriktiven Bereich anheben müssen, und zwar so schnell wie möglich wollen wir die Zinsen auf eine neutrale Rate anheben, das heißt da, wo der Zins nicht mehr bremsend oder stimulierend wirkt, und ja, es wird wohl dann 50 bis 75 Basispunkte nach oben gehen. Wir sehen Zeichen, dass die Wirtschaft sich abschwächt, aber dennoch war die US-Arbeitsmarktdaten gut im Juni etc. etc. Also man ist noch voll auf Kurs seitens der Fed, und einer muss aber die Anleihen kaufen. Die Fed steigt ja aus. Aus diesen Anleihekäufen hat jetzt vor kurzem erstmals ihre Bilanzsumme wirklich auch reduziert. Gestern haben wir gesehen, eine sehr, sehr schwache Auktion 10-jähriger US-Staatsanleihen, vor allem mit der sehr schwachen Nachfrage von Ausländern, die ja knapp 2/3 immer der US-Staatsanleihen kaufen. Daraufhin die Renditen gestern an den Staatsanleihenmärkten gestiegen. Das nur nebenbei. Jetzt kommen wir mal wieder zurück zur Inflation. Gestern wurde auf Twitter eine gefakte Zahl geleakt. Da hat man das Dokument ziemlich plump gefälscht, relativ simpel alles gewesen. Und da hieß es, dass die Inflation um 10,2% gestiegen sei. Daraufhin sind die Aktienmärkte gestern im späten Handel abgeschmiert. Und zwar ziemlich deutlich mit Verkaufsalgorithmen oder mit Algorithmen, die dann massiv verkaufen.
gekauft hatten, nachdem sie diese Zahl gesehen hatten, die allerdings schon 3 Stunden vorher im Internet zu finden war auf Twitter. Also irgendwie ist die Welt schon verrückt. Erstens, man reagiert auf eine gefakte Zahl und zweitens tut man das noch mit ziemlicher Verspätung, nämlich 3 Stunden, und dann tun es alle auf einmal, weil wahrscheinlich dann irgendwie in einem Bloomberg-Terminal das Ganze aufgeschienen ist. Unglaublich. Jedenfalls schauen wir uns mal die Reaktionen auf die letzten CPI-Daten an, also wie das die letzten Monate gelaufen ist. Und wir sehen, dass bei fast allen Veröffentlichungen ging es dann irgendwie runter. Nur einmal ging es nach oben, das war praktisch im März, war das gewesen, als man gehofft hatte, ja, das ist jetzt Peak Inflation gewesen, war es aber nicht, wie wir jetzt wissen. Was haben wir noch, meine Damen und Herren? Schauen wir uns mal die Märkte an. Hier sehen wir, der SPY, maßgebliches ETF auf den S&P 500, dürfte vor einer Entscheidung stehen, so eine Wedge, so eine Verkeilung, die da stattfindet. Entweder bums, jedet nach oben raus oder et jedet nach unten raus. Wenn et nach unten raus jedet, dann dürften wir praktisch neue Tiefs sehen oder mindestens das Tief einstellen, das wir gesehen hatten. Unten sehen wir die Junk Bonds, HYG, immer weniger Volumen erkennbar. Auch da dürfte eine ganz, ganz große Bewegung passieren. Also da wird was kommen heute. Und eigentlich sind die Zeichen ziemlich eindeutig. Wir sehen massive Abschwächungen an allen Fronten. Jetzt auch in Sachen Jobs sehen wir die ganz klaren Zeichen in Sachen Arbeitsmarkt, der ein später ein nachlaufender Indikator ist, wie die Dinge sich entwickeln. Microsoft will jetzt etwa 1%, um und bei 1% seiner Belegschaft entlassen. Google hat jetzt gesagt, wir stehen jetzt erstmal zurück mit Neueinstellungen. Man wird das nicht komplett einstellen, diese Neueinstellungen, aber deutlich runterfahren. Microsoft, wie gesagt, entlässt Leute. Also wir sehen, die Firmen werden deutlich vorsichtiger. Wir sehen, wie ich gestern schon zeigen konnte, eine Invertierung der Zinskurve, heißt, dass die Rendite der 2-jährigen US-Staatsanleihe höher ist als die 10-jährige. Ein sicheres Anzeichen eigentlich für eine Rezession, wie auch Daniel Eckert zeigt. Und wir sehen, dass die Inflationserwartungen, die kürzerfristigen ein Jahr wie auch die längerfristigen in den 5-Year-5-Year-Break-Evens, deutlich nach unten schießen. Also die Botschaft der Märkte ist eindeutig. Ich hatte das gestern schon im Marktgeflüster thematisiert. Wir haben also jetzt die Situation, die Aktienmärkte mit dem schlechtesten Halbjahr seit den 1970er Jahren. Wir haben die größte Invertierung der Zinskurve seit 15 Jahren. Möglicherweise haben wir jetzt 2 negative Pips in Folge. Die Haushalte ersaufen in Schulden, könnte man sagen. Aber die Finanzministerin Yellen sieht die US-Wirtschaft ziemlich stark. Das ist ähnlich witzig wie dieser Tweet von Donald Trump in Sachen Elon Musk oder Tweet. Weiß ich gar nicht, auf welchem Medium das passiert ist. Jedenfalls ist es von C. Donald, der ja, sich eine kleine Fehde liefert mit Elon Musk und sagt, ja, der war ja bei mir damals, weil er eben Subventionen wollte. Und mit seinen elektrischen Autos, die nicht lang genug fahren können, mit seinen Autopilotsystemen, die permanent crashen, mit seinen Raketen, die ins Nichts fliegen, und ohne Subventionen wäre er wertlos oder wäre er faktisch pleite. Und dann erzählt er mir, dass er ein großer Trump-Fan ist und er sei Republikaner. Wenn ich ihn gebeten hätte, sich auf die Knie zu begeben und mich anzuflehen, dass er weitere Gelder kriegt, dann hätte er es gemacht, sagt er. Also herrlich, wie da diese Fehde weiter eskaliert. Und zu etwas Ernstem, meine Damen und Herren, nämlich zur Energiekrise in der Eurozone. Es ist ja diese große Sorge, dass nach der Wartung von Nord Stream 1, die ja abgeschlossen sein wird am 21. Juli, kein Gas mehr kommt durch diese Pipeline. Aber warum sollte das passieren? So richtig kapiert habe ich es nicht. Ich hatte ein Video dazu gemacht, warum Putin uns das Gas nicht abdrehen wird. Damals meine Argumentation, es ist für Putin und die Russen viel schlauer, sozusagen weniger Gas durchzuschicken, sodass die Preise hoch bleiben, statt gar kein Gas, weil sonst kann man dieses Gas nicht verwenden, muss es abfackeln. Das ist ein riesiges logistisches Problem für die Russen, weil man schlichtweg das Gas eben nicht mal so eben nach China transportieren kann, anders als bei Öl. Jedenfalls sehen wir, dass die Russen ja weiterhin auch Gas durch die Ukraine leiten. Warum sollten sie also dann aufhören, durch Nord Stream 1 zu schicken? Eigentlich ziemlich doof, aber dennoch hier, Wall Street Journal sagt, die Furcht, dass ein russisches Gasembargo hier die europäische Wirtschaft und vor allem Deutschland massiv
treffen wird und wir frieren werden im Winter, hat jetzt die Hoffnung ersetzt, dass die westlichen Sanktionen Moskau auf die Knie bringen würden oder praktisch in die Knie zwingen würden. Also wir sehen, wie schnell sich das Narrativ verändert hat. Jetzt haben wir Angst, die Russen stehen bisher deutlich besser da, die dürften im Winter jedenfalls nicht frieren. Das sei mal hier bemerkt, dass auch die Angelsachsen das alles registrieren. Und Christine Lagarde hat jetzt anlässlich des Eintritts der Kroaten in den Euro ab 1. Januar gesagt, politisch und wirtschaftlich sind wir zusammen stärker. Unsere Gemeinschaftswährung, der Euro, offers protection against the headwinds we face. Also der Euro schützt uns vor dem Gegenwind, den wir haben. Bisher hat uns der Euro sehr, sehr gut geschützt. Er ist nur leider in der Tendenz fallend, gell? Aber da schützt er uns, während er fällt. Nein, das ist sozusagen ein kollabierender Schutz, könnte man sagen. Böse Zungen vergleichen das schon mit Dogecoin. Und schlagen damit wieder die Brücke zu Elon Musk, der ja diese Kryptowährung gepusht hat. Zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Baubranche nähert sich der Rezession. Schwerwiegende Probleme. Es geht saftig bergab im Immobiliensektor jetzt in Deutschland. Dazu ein Artikel, den ich anempfehlen möchte. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung. Jetzt ganz frische Daten nochmal. Die Inflation in Deutschland, die weniger stark gestiegen ist, aber die ist kurzzeitig künstlich abgebremst. Die zweite Empfehlung, die ich unter dem Video verlinken werde. 14.30 Uhr die Daten zur Inflation in den USA. Seien Sie so unzuverlässig und so inakkurat, wie Sie seien, aber die Märkte müssen und werden darauf reagieren und sie werden heftig darauf reagieren. Wie? Das sehen Sie dann bei finanzmarktwelt.de, also reingucken, 14.30 Uhr, und heute Abend natürlich ins Marktgeflüster, wo ich die Dinge dann nochmal Revue passieren lasse. Jetzt wünsche ich erstmal das Allerbeste. Teilen Sie dieses Video, teilen Sie die Artikel von Finanzmarktwelt. Ich sage Servus, ciao, bis nachher.